Besser früh. Immer noch. Dann hilft sich aber nicht. Nein. Kurze Wiederholung, schauen Sie. Und zwar, also, das letzte Mal hatten wir ein paar Sachen jetzt hier besprochen. Und zwar, es ging unter anderem um Folgendes. Schauen Sie, brauchen Sie jetzt nicht mitschreiben, also nehmen Sie mal an, ich habe jetzt hier S1, schreibe ich jetzt einfach mal dazu. X1 bis X10, unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariable nicht. Also schreibe ich jetzt einfach mal hin, IID. Ja? Also sollten Sie vielleicht jetzt im Folgenden wissen. IID bedeutet unabhängig und identisch verteilt. Ja? Okay, schreibe ich jetzt vielleicht nochmal kurz einmal an. Unabhängig und identisch verteilt. Identisch verteilt heißt nicht gleich verteilt, ja. Also das wissen Sie. Gleichverteilung ist was anderes. Ja, identisch verteilt heißt, dass Sie alle dieselbe Verteilung haben. Also zum Beispiel alle sind binomial verteilt oder so. Ja? Okay, wenn Sie alle dieselbe Verteilung haben, dann haben Sie auch denselben Erwartungswert. Das schreibe ich jetzt einfach mal dazu. Also das hier ist gleich jetzt hier μ. Und nehmen Sie mal an, die Varianz ist jetzt hier Sigma Quadrat. Ja? Also jetzt hier für alle I gleich 1 bis n, also für alle Zufallsvariablen, die haben alle dieselben Erwartungswert. Das muss so sein, wenn Sie jetzt hier die gleiche Verteilung haben alle. Ja? Dann gilt jetzt hier Folgendes, und zwar, wir haben jetzt hier gesagt, dann ist jetzt hier die Summe, oder beziehungsweise der Erwartungswert der Summe, Summe der Erwartungswerte nicht, das war jetzt hier gewesen, n mal μ und die Varianz der Summe, das war gewesen, die Rechnung schreibe ich jetzt nicht nochmal an, das war n mal Sigma Quadrat. Ja, also mit den bekannten Gesetzen, die man jetzt hier hatte, schauen Sie, können Sie mich schauen, ist nicht so gut. Das hängt jetzt hier ein bisschen. Das war so. Vielleicht geht es lauter. Okay. Gut, also das waren jetzt hier die Ergebnisse, Erwartungswerte, Summe, Summe, Varianz der Summe, nicht. Und damit konnten wir jetzt hier zum Beispiel 7.2 jetzt den die Erwartungswerte jetzt hier von diesen, was war hier da? Maschine, Schweröl und so weiter. Ja, also gerade bei 7.1 als Beispiel. Kommt aber nochmal. Ja. Okay, also das war es gewesen. So, jetzt erweitern wir das Ganze, schauen Sie. Und zwar, also es kommt so etwas Ähnliches. Die Konstellationen sind jetzt hier die gleichen. Ja, und ich erweitere das jetzt hier mal um den folgenden Inhalt. Schauen Sie, also jetzt hier gerade drittens. Jetzt berechnen wir den Erwartungswert des Durchschnittes. Ich schreibe jetzt hier gerade dazu, und zwar der Durchschnitt des Zufallsvariablen. Das nenne ich jetzt hier groß x square, warum? Weil sich jetzt hier auf die Zufallsvariablen bezieht. Schauen Sie, das schreiben wir jetzt einfach nochmal kurz an. Das ist jetzt hier, also was es ist, nicht, das kennen Sie. Das ist 1 durch n mal die Summe aus diesen Zufallsvariablen von i gleich 1 bis n. Ja? Das sollte eigentlich noch klar sein. Ja? x² 1 durch n jetzt hier mal die Summe dieser Zufallsvariablen. So. Dann wissen Sie vielleicht noch, ja, also kommen wir letztes Mal, dieses 1 durch n Faktor, den kann ich aus dem Erwartungswertoperator herausziehen. Das ist dann also nichts anderes als 1 durch n mal der Erwartungswert der Summe, nicht? Das ist also 1 durch n mal der Erwartungswert der Summe.
Okay, von i gleich 1 bis n. Und was ist denn jetzt hier der Erwartungswert der Summe? Nun, das haben wir hier ausgerechnet, das ist dann n mal mu. Also gibt es jetzt hier in dem Fall, schauen Sie, 1 durch n mal mu und das Ergebnis ist dann offensichtlich mu. Ja? Also Erwartungswert des Durchschnittes ist, meine Damen und Herren, mu. Das ist jetzt hier eine Ergänzung zu den Sachen vom letzten Mal. Okay? Was gibt es hier noch? Schauen Sie, das können wir jetzt hier noch auch für die Varianz machen. Also das machen wir jetzt hier wie folgt. Und zwar schauen Sie, Varianz des Durchschnittes. Nun, ich schreibe jetzt nochmal kurz hin, was der Durchschnitt war oder ist. Varianz ist dann 1 durch n mal die Summe von diesen Zufallszahlen von i gleich 1 bis n. Ja, das wissen Sie. Ja, 1 durch n mal die Summe von xi von i gleich 1 bis n. Das ist der Durchschnitt, ja, aus diesen Zufallszahlen. So, ich kann jetzt hier diesen Faktor auch aus dem Varianzoperator herausziehen. Was muss ich da aber beachten? Wissen Sie noch? Gerade Varianz, ja? Da muss ich es quadrieren. So ist es. Also das heißt, es gibt dann 1 durch n zum Quadrat mal die Varianz der Summe. Okay, also 1 durch n mal die Varianz der Summe. Ja gut, 1 durch n Quadrat, sorry. Und das gibt jetzt hier dann 1 geteilt durch n Quadrat. Nicht? Das ist dann nichts anderes. Und was ist denn die Varianz der Summe? Nun, die Varianz der Summe, das haben wir oben ausgerechnet. Das ist n mal Sigma Quadrat. Also setze ich dann ein. Ja? Ganz einfach. Ich mache das jetzt hier nicht nochmal. Also n mal Sigma Quadrat, das ist das hier. Und es gibt insgesamt Sigma Quadrat durch n. Ja? Also nicht n mal Sigma Quadrat oder so oder Sigma Quadrat, sondern Sigma Quadrat durch n. Das ist wichtig. Ja? Also nochmal, damit Sie es sehen. Diese vier Ergebnisse, schauen Sie, Erwartungswert der Summe ist n mal μ, Varianz der Summe ist n mal Sigma Quadrat. Okay. Erwartungswert des Durchschnittes ist, meine Damen und Herren, μ. Und die Varianz des Durchschnittes ist n Quadrat durch n, Sigma Quadrat durch n, sorry. Ja? Okay. Sehen Sie vielleicht, das sind jetzt hier die Ergebnisse. So. Das brauche ich unter anderem, wenn ich das jetzt nicht nochmal herleiten will. Also die Formel finden Sie auch im Skript. Ja? Deswegen. Aber ich habe das jetzt hier auch mal hergeleitet, jetzt hier gerade für dieses Beispiel. Wozu braucht man das? Also, ich hoffe, Sie haben es gleich. Ja? Haben Sie es auch geschrieben? Das sollten Sie vielleicht tun. Okay. Also, ja. Okay. Ja, haben Sie es? Ja, ich lege mal kurz jetzt ein neues Beispiel auf. Schauen Sie. Und zwar 7.2. Ja, vielleicht haben Sie es schon mal vor sich. Ich habe das erst gestern hochgeladen, also wie gesagt, entschuldigen Sie, wenn Sie das jetzt hier noch nicht online sehen. Ja. Müsste eigentlich, na gut, ist nicht schlimm. Ja. Also wie gesagt, wir haben eine Zeit, das jetzt vielleicht mal klar zu machen. Okay? Fassen jetzt nicht die Karte zum Tisch. Also, schauen Sie, worum geht's? Es geht darum, es gibt jetzt hier eine Zigarette, ja, irgendeine bestimmte Marke, das habe ich jetzt hier im Text nicht mehr drin. Und Durchschnitt enthält diese Zigarette 15 Milligramm Teer. Ja. So, und es gibt jetzt die Folgendes, es gibt jetzt hier eine Richtlinie von der EU, oder EG, sorry, die besagt, dass der Teergehalt 16 Milligramm nicht überschritten werden darf. Ja, das ist jetzt hier eigentlich, also 16 Milligramm ist quasi das Maximum. Das Problem ist allerdings, schauen Sie, dieser Teergehalt ist nicht immer dieselbe. Ja? Also es gibt jetzt hier eine entsprechende Verteilung. Manche Zigaretten haben ein bisschen mehr als andere, andere haben weniger, das ist eigentlich egal. Man nimmt jetzt hier einfach mal an, schauen Sie, dass es im Durchschnitt immer 15 Milligramm sind, gerade jetzt hierfür, und die Varianz beträgt oder betrage 1 Milligramm, jetzt hier gerade zum Quadrat, das Standardabweichung ist 1 Milligramm, ja? Also plus minus 1 nach oben, nach unten, je nachdem. Ja? Also manchmal hat man mehr drin, manchmal hat man weniger drin, aber im Mittel sind es dann 15. Und die Frage ist jetzt hier zum Beispiel, schauen Sie, wenn Sie jetzt hier eine Stange Zigaretten kaufen, nehmen wir mal an, in der Stange sind 180 drin. Gut, das ist jetzt hier mal verschieden und so. Ja? Aber es sind 10 Schachtel, meistens also 18 pro Stapel sind 180, ja, 180 Zigaretten. Ja? Dann ist die Frage, wie groß ist der Erwartungswert und die Varianz des durchschnittlichen Teergehalts? Ja, und zwar eine Zigarette natürlich aus diesen 180. Das setzen wir natürlich auch dazu. Ja, also Varianz bzw. Erwartungswert des durchschnittlichen Teergehalts hier aus einer Standardzigarette, also 180. Okay? Und so wie wir das dann brauchen, das werden wir gleich nochmal sehen, den zentralen Grenzwertsatz, wo dazu kommen wir ein Stück weit später. Ja, also es geht jetzt erstmal darum, hier
den Erwartungswert bzw. die Varianz des Durchschnittes zu berechnen, und zwar des durchschnittlichen Teilgehalts, jetzt hier aus der Schachtel. Okay? Verstanden? Okay? Ja, also ich glaube, das ist klar. Also nochmal, es gibt jetzt hier eine Zigarette. Ja? Im Mittel sind da 15 Milligramm Teer mit einer Varianz von jetzt hier von 1. So, und dann ist die Frage zunächst mal hier, wie groß ist der Erwartungswert und Varianz des Durchschnittes? Ja? Und zwar aus einer Schachtel von 180 Stück. Das ist jetzt hier die Frage. Okay? So, also, das ist jetzt hier gerade zumindest mal gelöst. Also schauen Sie, wie das Ganze jetzt hier funktioniert, das sehen Sie jetzt hier sofort. Und zwar, also XI ist jetzt hier nichts anderes als mein Teergehalt. Und zwar Teergehalt der Eaton-Zigarette. Ja? Also Eaton-Zigarette oder Zigarette I ist eigentlich egal. Und wie viele Zigaretten habe ich? Von I gleich 1 bis 180. Ja? Also sind jetzt hier gerade 180 Stück in der Schachtel drin. So. Und die Frage ist, oder was jetzt hier noch angegeben ist, schauen Sie, das schreibe ich jetzt hier auch nochmal an, und zwar Erwartungswert hier von ist jetzt hier 15 und die Varianz, schauen Sie, ist jetzt hier angegeben mit 1. Ja, und zwar für alle, also für alle Zigaretten, nicht? Also von I gleich 1 bis 180. Ja, also für alle 180 Stück ist es im Mittel jetzt hier gerade 15 Milligramm, die schon unterfertigte Salz. Okay, so. Ja gut, jetzt geht es um die Frage, ja, wie groß ist jetzt Erwartungswert und Varianz des Durchschnittes? Also sprich Erwartungswert jetzt hiervon, und zwar Erwartungswert des Durchschnittes. Was der Durchschnitt hier bedeutet, ist natürlich klar. Schauen Sie des durchschnittlichen Teergehalts, ja, also Erwartungswert jetzt hiervon. Und zwar, wie viele Zigaretten habe ich? Ich habe 180 Stück, das heißt, ich habe hier 1 geteilt durch 180 mal jetzt hier die Summe von I gleich 1 bis 180. Ja? Und zwar von XI. So. Das ist jetzt hier leicht in dem Fall. Ja, Erwartungswert der Summe ist Summe der Erwartungswerte und die 180 könnten Sie herausziehen. Gut, ich meine, ich leite das jetzt hier nicht nochmal her. Das können Sie vielleicht eigentlich nur nochmal aus diesen Formeln verwenden. Schauen Sie, was war Erwartungswert des Durchschnittes gewesen? Erwartungswert des Durchschnittes gewesen war μ. Und was ist jetzt hier μ? μ ist der Erwartungswert von einer Zufallsvariable. Ja, das heißt, in dem Fall habe ich dann nichts anderes als 15. Ja, das können Sie vielleicht dann nochmal auch nachrechnen. Ich habe jetzt hier auch das bei den Notizen ergänzt. Das ist das Gleiche. Okay? Also Erwartungswert des Durchschnittes ist nichts anderes als der Erwartungswert einer einzigen Zufallszahl. Das ist eigentlich klar. Ja? Okay? So, und was ist die Varianz des Durchschnittes, schauen Sie? Durchschnitt heißt jetzt hier bei mir natürlich 1 geteilt durch 180 mal die Summe, und zwar des gesamten Teergehalts, also von I gleich 1 bis 180. Was ist denn jetzt hier die Varianz des Durchschnittes? So, schauen Sie, was hat mir das jetzt hier klar gemacht? Varianz des Durchschnittes, das steht hier, ist gewesen Sigma Quadrat durch N. Was ist dann also Sigma Quadrat? Sigma Quadrat ist die Varianz einer Zufallsvariable. Das ist also in dem Fall bei uns, was ist bei uns? 1, jawohl. Und N, wie viele, also die Anzahl der Zigaretten sind 180. Also das heißt, die Varianz des Durchschnittes ist hier, ist 1 geteilt durch 180. Okay? Und damit habe ich jetzt die Aufgabe gelöst. Ja? Zumindest jetzt hier diese Teilaufgabe. Erwartungswert und Varianz des Durchschnittes wurde bestimmt. Okay? So. Ich hoffe, dass es klar ist. Ja? Okay? Also jetzt hier gerade nochmal, das ist jetzt hier zum Beispiel 7.2 Teil A. Okay? Das habe ich jetzt hier vielleicht vergessen hinzuschreiben. Ja, also gerade für die Notizen. Was finden Sie da noch? Okay? Verstanden? Ist, glaube ich, einfach. So. Gut. Wenn das klar ist, dann machen wir weiter. Und zwar, schauen Sie, und also was jetzt hier nämlich wichtig erscheint, ja? Wir können zum Beispiel jetzt hier nochmal ausrechnen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, auch wenn wir die Verteilung jetzt hier von diesem Teergehalt nicht kennen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt hier diese Zigaretten oder beziehungsweise jetzt hier eine Zigarette daraus im durchschnittlichen Teergehalt von diese EU-Richtlinie überschreitet. Das werden wir gleich wie, schauen Sie. Und zwar, jetzt kommt jetzt hier dann Kapitel 7.2 bei mir. Und 7.2 ist der zentrale Grenzwertsatz. Nee, das nehme ich jetzt vor, das kommen wir danach. Ja, das ist direkt, jetzt wieder das Anhang. Grenzwertsatz.
Okay, so, das ist jetzt hier, wie gesagt, bei mir so ein Skript, das ist ein bisschen anders, aber aus didaktischen Gründen mache ich das zuerst und dann erzähle ich den Rest. Okay, zentrale Grenzwertsatz. Ich habe das angekündigt. Das ist jetzt im Prinzip der wichtigste Satz aus der gesamten Statistik, denn darauf basiert jetzt hier so ziemlich alles. Und hier kommt nochmal die Normalverteilung ins Spiel, also sprich, warum ist die Normalverteilung so wichtig? Zentrale Grenzwertsatz. Okay, zunächst mal, was besagt der zentrale Grenzwertsatz? Das schaue ich jetzt mal an. Okay, zentraler Grenzwertsatz. Okay, also, was besagt der zentrale Grenzwertsatz? Ich fasse es jetzt hier vielleicht mal ganz kurz formal zusammen. So, schauen Sie es ein. Wir haben jetzt hier wieder unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariablen. Ja, das schreibe ich jetzt hier vielleicht mal so. Es seien jetzt hier, diese Zufallsvariablen sollen jetzt hier sein IID, also sprich unabhängig und identisch verteilt. Schreiben Sie es vielleicht nochmal dazu, wenn Sie sich jetzt hier noch nicht an diese Abkürzung gewöhnt sind. Ja? Okay, so. Und wenn Sie unabhängig und identisch verteilt sind, dann haben Sie auch jeweils denselben Erwartungswert, meine Damen und Herren, und auch dieselbe Varianz. Deswegen schreibe ich jetzt hier einfach mal dazu mit. Erwartungswert jetzt hier gerade von XI ist jetzt hier μ und Varianz. Varianz von diesen Zufallsvariablen ist jetzt auch immer die gleiche und zwar für alle. Okay, das bedeutet A, die Zufallsvariablen sind unabhängig, B, sie haben alle dieselbe Verteilung und wenn sie dieselbe Verteilung haben, haben sie auch alle denselben Erwartungswert mit der Varianz. Das ist jetzt hier gerade mit μ und Sigma Quadrat angegeben, ja, jeweils. Okay, so. Dann sagt der zentrale Grenzwert das Folgendes. Das schreibe ich jetzt hier einfach mal dazu. Dann gilt. Okay. Und zwar, also jetzt hier gerade zum Beispiel für die Summe. Ich habe das jetzt hier vielleicht mal als erstes an. Also jetzt ist quasi die erste Version. Das ist eigentlich egal. Und zwar, der zentrale Grenzwert sagt dann, dass die Summe, hier schauen Sie, diese hier, und zwar die Summe aus diesen Zufallsvariablen, von I gleich 1 bis N, dass die normal verteilt ist. Nicht ganz, ja? Also nicht so wirklich und auch nicht wirklich 100%, aber fast. Ja? Und zwar, deswegen schreibe ich jetzt hier einfach mal dazu, normal verteilt, okay, aber zwar jetzt nicht ganz, ja? Ich schreibe mir gleich nochmal die Parameter rein, sondern approximativ. Ja? Also ich schreibe jetzt hier mal kurz ein A hin. Dieses A steht für approximativ, das können Sie quasi daneben schreiben. Approximativ bedeutet ungefähr. Oder zumindest für, in Anführungszeichen, für große n. Ja? Schreiben Sie vielleicht mal dazu. Also das heißt, diese Summe ist dann normal verteilt für, in Anführungszeichen, große n. Ja? Für, schreibe ich jetzt hier dazu, große n. Also quasi, wenn Sie eine Stichprobe haben, die in Anführungszeichen aus vielen Beobachtungen besteht. Und das ist ja gerade das Schöne. Das heißt im Prinzip, und das ist eigentlich egal, welche Verteilung jetzt Sie den Zufallsvarianten haben. Ob die binomial verteilt sind, ob die Bernoulli verteilt sind, ob die Poisson verteilt sind oder geometrisch, egal welche Verteilung. Schauen Sie, egal welche Verteilung. Die Summe konvergiert immer gegen die Normalverteilung. Immer. Und das sagt der zentrale Grenzwert jetzt aus. Den zentralen Grenzwert, das werde ich jetzt hier natürlich nicht beweisen. Ja, also ich werde jetzt hier nicht beweisen, dass gerade was jetzt hier dann kommt. Das machen wir in den weiteren Übungen im Übrigen. Ja, also wenn Sie das interessiert, es dauert aber länger ein bisschen, ja? Müssen Sie noch ein bisschen was drauf haben. Gut, okay, verstanden. Das bedeutet also, und das können Sie vielleicht mal notieren, lassen Sie hier vielleicht noch ein bisschen Platz frei, also ich komme jetzt hier nochmal eine zweite Zeile, lassen Sie bitte nochmal frei, und ich diktiere, der zentrale Grenzwertsatz besagt, ja, Doppelpunkt, oder Sie können es auch Komma schreiben, also der zentrale Grenzwertsatz besagt, schreibe ich einfach nochmal in Worten hin, okay, dass die Summe aus, ja, der zentrale Grenzwertsatz besagt, Komma, dass, in zwei S, die Summe aus, ja, Sie kennen es ja wie in der Schule, dass die Summe aus unabhängigen und identisch verteilten Zufallszahlen, dass die Summe aus unabhängigen und identisch verteilten Zufallszahlen, ich habe jetzt hier keine Lust, das aufzuschreiben, ja, wie geht es weiter? Dass die Summe aus unabhängigen und identisch verteilten Zufallszahlen
bei einer großen Anzahl von Summanden, setzen Sie diese großen Anführungszeichen, bei einer großen Anzahl von Summanden, also groß, wie gesagt, in Anführungszeichen, was heißt groß? Ja, was ist das groß für Sie? Ja, also 10, 100, ja, Sie lachen, aber Größe ist relativ nicht. Also was für die einen groß ist, ist für die anderen. Ja. Naja, okay. Also nochmal kurz, also bei einer großen Anzahl von Summanden, schauen Sie, stets der Normalverteilung folgt. Ja, also nochmal groß. Der zentrale Grenzsatz, das besagt, Komma, dass die Summe aus unabhängigen und identisch verteilten Zufallszahlen bei einer großen Anzahl von Summanden der Normalverteilung oder stets der Normalverteilung folgt. Okay? Ja, verstanden? Und das Schöne dabei ist, glauben Sie mir, das Schöne dabei ist, egal für welche Verteilung, ja, also egal aus welcher Verteilung Sie jetzt hier eine Summe von Zufallszahlen bilden, die Summe wird dann irgendwann für große Anzahl jetzt hier normal verteilt sein. So, wenn Sie jetzt also wissen, dass diese Summe für großes n normal verteilt ist, dann sagen Sie mir bitte noch, mit welchen Parametern. Also mit welchem Erwartungswert, beziehungsweise mit welcher Varianz? Nun, da brauchen wir eigentlich nichts anderes als den Erwartungswert jetzt hier von dieser Summe, beziehungsweise von die Varianz von dieser Summe. Und das haben wir da aufgeschrieben, schauen Sie. Deswegen habe ich es nochmal aufschreiben lassen. Das hatten wir auch gelernt, das war gestern. Der Erwartungswert der Summe war n mal mu. Und die Varianz der Summe, die war n mal sigma Quadrat. Das werden also auch die Parameter der Verteilung sein, meine Damen und Herren. Ja? Und zwar nehme ich jetzt hier, der Erwartungswert ist also nicht μ, sondern der Erwartungswert ist in dem Fall n mal μ. Und die Varianz ist jetzt hier auch nicht sigma Quadrat, sondern die Varianz ist jetzt hier von dieser Summe n mal sigma Quadrat. Das sind also die Parameter der Verteilung. Okay? Das heißt, wenn Sie jetzt hier gerade die Summe oder die Wahrscheinlichkeit jetzt hier, die sich auf die Summe bezieht, ausrechnen, dann müssen Sie jetzt hier mit diesen Parametern standardisieren. Ja? Mit dem hier, beziehungsweise das ist der Erwartungswert und das ist die Varianz. Ja? Das schreibe ich jetzt hier vielleicht mal so hin. Schauen Sie. Das ist das Gleiche, wie wenn ich das jetzt hier schreiben würde, und zwar die standardisierte Version. Das bedeutet, was bedeutet nochmal standardisieren? Standardisieren heißt, ich ziehe den Erwartungswert ab und teile das Ganze durch die Standardabweichung. Was ist der Erwartungswert dieser Summe? Der Erwartungswert der Summe ist nicht μ, der Erwartungswert der Summe ist n mal μ, das heißt, ich muss dann n mal μ abziehen. Und was ist die Standardabweichung jetzt hier von dieser Summe? Die Standardabweichung von der Summe ist nicht Sigma, sondern die Standardabweichung von der Summe ist Wurzel aus diesem Ausdruck, Wurzel aus n mal Sigma Quadrat, also das hier. Okay. Und dieses Ding, meine Damen und Herren, weil das sagt nämlich der zentrale Grenzwertsatz, dieses Ding folgt dann der Standardnormalverteilung. Und zwar nicht exakt, sondern nur so ungefähr. Für große. Ja? Aber die beiden Formulierungen sind, meine Damen und Herren, gleich. Ja? Also als ob Sie das so aufschreiben oder so, spielt keine Rolle. Okay? Und jetzt machen wir das Gleiche, jetzt schauen wir das Gleiche nochmal für den Durchschnitt auf. Meine Damen und Herren, der Durchschnitt ist ebenfalls eine Summe von unabhängig und identisch verteilten Zufallszahlen. Das heißt, dass das jetzt hier für diese Summe gilt, gilt auch jetzt hier für ein Vielfaches von der Summe. Nämlich 1 durch n mal jetzt hier gerade die Summe. Ja, also gerade das jetzt hier x quer, schauen Sie. Ja, das schreiben wir jetzt auch nochmal auf. Okay. X quer ist also die Summe daraus, das schreibe ich jetzt hier vielleicht nochmal kurz einmal hin, damit Sie wissen, was ich damit meine, schauen Sie. Warum ist es wichtig, dass es jetzt hier eine Summe ist? Weil der zentrale Grenzwertsatz sich immer auf eine Summe bezieht. Das heißt, wenn jetzt hier die Summe verteilt ist, und zwar der Normalverteilung folgt, dann folgt jetzt hier auch ein Vielfaches davon, auch der Normalverteilung, egal. Okay, das heißt, dieses Ding hier wird auch normal verteilt sein. Ja, natürlich für große n, also approximativ, das heißt netta. Okay. Das also folgt auch der Normalverteilung, aber zu meinen Damen und Herren, zu welchen Parametern? Nun, wir brauchen hierfür den Erwartungswert und beziehungsweise die Varianz von x quer. Das hatten wir ausgerechnet oben. Und das benutzen wir. Was war jetzt Erwartungswert, beziehungsweise was war Varianz von x quer, meine Damen und Herren? Erwartungswert war μ und die Varianz war sigma Quadrat durch n.
Also werden das jetzt hier auch die Parameter dieser Verteilung sein. Schauen Sie, gerade jetzt hier von x quer, nehme ich μ, beziehungsweise für den Erwartungswert ist es μ und nicht n mal μ oder sonst irgendwas anderes und die Varianz ist Sigma Quadrat durch n. Das heißt, das System, wie gesagt, meine Damen und Herren, ist in etwa normalverteilt. In etwa. So, wie kann man das auch anders schreiben? Gerade jetzt hier für die Standardisierung, schauen Sie, wenn Sie das standardisieren, ja, dann steht hier Folgendes. Und zwar, also standardisieren bedeutet, ich ziehe den Erwartungswert ab. Und zwar nicht den Erwartungswert von x1 oder von x2 und so weiter, sondern den Erwartungswert der Zufallsvariable, die ich standardisieren will, meine Damen und Herren. Ja? Also was ist denn jetzt hier in dem Fall der Erwartungswert von x quer? Nun, das ist μ. Ja? Okay? Und teile dann im zweiten Schritt anschließend durch die Standardabweichung. Meine Damen und Herren, die Standardabweichung ist aber nicht Sigma. Die Standardabweichung, also Sigma ist jetzt hier die Standardabweichung von x1, von x2 und so weiter. Aber ich brauche jetzt hier nicht die Standardabweichung von x1, von x2, sondern von der Zufallsvariable, die ich standardisieren will, und das ist x quer. Also die Standardabweichung x quer ist gesucht. Und das ist dann die Wurzel aus diesem Ausdruck. Das heißt, und das ist, wenn Sie das jetzt hier vielleicht anders schreiben, das ist dann Sigma durch Wurzel n. Und das kommt dann in den Nenner. Ja, also Sigma durch Wurzel n ist, meine Damen und Herren, die Standardabweichung von x quer. Das hatten wir ausgerechnet. Ja, wenn Sie sich jetzt hier in dieses Beispiel Sigma durch 2 erinnern, Sigma durch n, 1 geteilt durch 180. Ja, Standardabweichung des durchschnittlichen Tergehalts, meine Damen und Herren. Ja, okay? So, also, das ist dann auch approximativ und jetzt in dem Fall, da ich es standardisiert habe, meine Damen und Herren, offensichtlich Standardnummer verteilt. Ja, Erwartungswert 0, Varianz 1, fertig. Ja, und das sagt der zentrale Grenzsatz. Wie gesagt, das gilt für jede Verteilung, unabhängig jetzt hier, aus welcher Verteilung ich es zusammensetze. Okay? Meine Damen und Herren, das hier, der zentrale Grenzsatz, ist der wichtigste Satz in der gesamten Statistik, sowohl aus theoretischer als auch aus praktischer Sicht. Okay, warum? Weil wir in der Statistik eigentlich immer irgendwelche Summen ausrechnen. Und wir uns dafür interessieren, welche Wahrscheinlichkeit, bla 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 bla, bla. So ein bisschen zum Beispiel jetzt hier in der, diesem Beispiel 7.1, ja, jetzt hier Teil B, also Teil A haben wir ja gemacht, Teil B, okay. Gerade in diesem Beispiel, gut, ich meine, das ist jetzt hier keine Frage, die Sie sich jetzt hier als Unternehmer stellen werden. Aber vielleicht doch, wenn Sie das jetzt hier vielleicht in großen Stilern machen. Ja? Also beispielsweise für eine Sicherung ist es interessanter. So, schauen Sie. Also worum geht es jetzt hier nochmal in diesem Beispiel 7.1? Das hatten wir, die erste Teilaufgabe A hatten wir gestern gemacht, schauen Sie. Und zwar, es gibt jetzt hier Maschinen, die brauchen für die Reparatur brauchen sie eine bestimmte Menge von Öl. Bei manchen Maschinen brauchen sie mehr Öl, manche Maschinen brauchen sie weniger Öl. Die Menge an Öl, die sie verbrauchen, folgt der Pareto-Verteilung. Ja? So, Sie haben jetzt den Auftrag, 60 Maschinen zu reparieren. Und Sie haben jetzt insgesamt 81 Liter Schweröl. Und die Frage ist, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese 81 Liter breit natürlich ungefähr. So. Hierbei, meine Damen und Herren, müssen Sie auch erkennen, dass jetzt hier die Summe, also die Gesamtmenge an Schweröl, die Sie ja verbrauchen, dass diese Summe approximativ der Normalverteilung folgt, auch wenn es nicht dasteht. Ja, also auch wenn es nicht dasteht, müssen Sie das hier daraus erkennen. Warum? Weil Sie müssen wissen, was zentrale Grenzwertsatz besagt. Und was sagt nochmal der zentrale Grenzwertsatz? Der zentrale Grenzwertsatz sagt, dass eine Summe von unabhängigen und identisch verteilten Zufallsvariablen ungefähr der Normalverteilung folgt. Ungefähr. Wir haben jetzt hier eine Summe von unabhängigen, Pareto-verteilten Zufallsvariablen. Und diese Summe konvergiert dann auch gegen die Normalverteilung. Das heißt, die Summe, im Endeffekt jetzt hier die Gesamtmenge, folgt dann ungefähr der Normalverteilung. Und 81 ist jetzt hier in dem Fall, nee, sorry, 60, weil das ist jetzt hier die Gesamtanzahl, 60, ja, können Sie sagen, okay, 60 ist viel. 60 Maschinen, 60 Autos müssen Sie reparieren, das ist viel. Ja, okay?
Sie haben dann 81 Liter Öl. Reicht es? Ja oder nein? Wer weiß. Okay, so. Das heißt, hier, wie gesagt, verbirgt sich der zentrale Grenzwertsatz und das ist das Einzige, wo Sie die Normalverteilung erkennen müssen. Sprich also beim zentralen Grenzwertsatz. Fragen Sie also, ist jetzt hier oder sind jetzt hier die entsprechenden Zufallsvariablen unabhängig in die Wendigschwelle alt und ist beziehungsweise jetzt hier die Anzahl der Summanden groß, also jetzt hier bei 60 können Sie sagen, okay, das ist viel. Ja, normal verteilt. Okay, also hierbei, wie gesagt, müssen Sie drauf kommen. Das hier ist auch eine Original-Klausuraufgabe, ja, nur dass Sie das wissen. Das habe ich aus der Klausur gezogen, ja, habe ich geklaut, ja, für Sie. Okay, so. Okay, ja, und genauso stand es auch drin. Also, hier müssen Sie auf die Normalverteilung kommen. Ja, okay. So, intuitiv. Ja, normalerweise steht hier eigentlich noch approximativ, also wie groß ist approximativ die Wahrscheinlichkeit? Ungefähr. Ja. Zentrale Grenzwertsatz. Muss dann bei Ihnen klingen. Okay? Kriegen Sie das hin? Ja? Ich meine, was soll das jetzt hier, gegen was soll das konvergieren? Wenn es nicht gegen die Normalverteilung konvergiert. Ja? Okay? Also, sobald Sie mit der Zinssumme zu tun haben. Gut. Also, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, was wir jetzt hier in der Aufgabe hatten. Und zwar, wir hatten jetzt hier, ja, also wir haben jetzt hier Teil A gemacht, aber das schreibe ich jetzt hier nochmal dazu, also 7.1. Schauen Sie, die Ergebnisse waren die folgenden. Erwartungswert jetzt hiervon, also jetzt hier die Menge an Schweröl, die Sie jetzt hier brauchen für die IT-Maschine, ist jetzt hier oder war gewesen 4 Drittel, das haben wir ausgerechnet und die Varianz war, in dem Fall, ich schreibe das jetzt hier mal einfach mal an, 60 mal 4 Drittel, und zwar, das waren jetzt hier 80, ja, also für alle Maschinen, also von I gleich 1 bis 60. Ja, es gibt ja 60 Maschinen. Okay, sorry. Ob ich das zumachen kann, das ist schon richtig. Achso, sorry, ich habe mich jetzt hier verschrieben. Das war jetzt hier die Varianz der Summe 2 Neuntel war es. Augenblick, sorry, das war ein Fehler von mir. Sorry. Erwartungswert 4 Drittel. Ich habe jetzt hier nur die falsche Zeile gesehen. Das war die Varianz der Summe. Und die Varianz war 2 Neuntel. Das war jetzt hier, also für sämtliche Maschinen. Ne? 4 Drittel, also 1,25 Liter pro Maschine mit einer Varianz von 2 Neuntel Litern. Okay, also für I gleich 1 bis 60, sorry jetzt hierfür, das habe ich jetzt hier falsch abgeschrieben. Das waren jetzt hier die Ergebnisse jetzt hier von der Teilaufgabe A, also die rechne ich jetzt nicht nochmal nach. So, Erwartungswert der Summe war gewesen, das schreibe ich jetzt hier vielleicht nochmal kurz an, also von I gleich 1 bis 60, es waren jetzt hier 60 Maschinen, oder sind jetzt hier 60 Maschinen jetzt hier, die repariert werden sollen. Das sind jetzt hier, was war's? Achso, das waren jetzt hier die 80, das heißt, das sind ja 60 mal 4 Drittel, das sind 80. Also das ist das, was jetzt hier eigentlich dann gewesen ist, für diese Aufgabe. Und die Varianz war, Varianz für die Summe, I gleich 1 bis 60, ja, also jetzt gerade in dem Fall, Sie sehen ja gerade hier, das waren 60 mal 2 Neuntel. Ja, das waren 40 Drittel. Okay, so. Das heißt, Sie sehen ja gerade hier, im Durchschnitt würde es ja reichen, nicht? Also ich habe ja 81 Liter, 80 Liter müsste eigentlich reichen im Durchschnitt. Aber nicht immer, weil die Varianz natürlich jetzt hier auch da ist, ne? Also es gibt ja vielleicht eine Maschine, die braucht dann halt nicht 1,25 Liter, sondern vielleicht braucht die 5 Liter. Ach, und dann bin ich schon drüber. Ja? Kann ja sein. Okay? Wie gesagt, Pareto-Verteilung, man weiß ja nie. Ja? Im Durchschnitt wird es reichen, aber vielleicht nicht immer. Manchmal wird es halt eben nicht reichen. Und die Frage ist, ja gut, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit oder wie groß ist die Anzahl der Fälle, wo das nicht reicht? Hm? Okay? So.
Wir wissen ja, schauen Sie, wegen den zentralen Grenzwertsatz, das lege ich jetzt hier vielleicht nochmal kurz hin, und zwar, das war jetzt hier die erste Version, dass diese Summe hier, die hier, ja, ungefähr der Normalverteilung folgt. Das heißt, die im Prinzip, die Verteilung jetzt hiervon, diese Summe folgt dann ebenfalls der Normalverteilung. Das habe ich jetzt hier nochmal gesehen. Okay. Also, ich schreibe das jetzt hier einfach mal hin. Okay, also aus dem zentralen Grenzwertsatz wegen dem zentralen Grenzwertsatz, kürze ich jetzt hier vielleicht mal ab, zentraler Grenzwertsatz, ja, gilt, und zwar, dass diese Summe hier von I gleich 1 bis 60, von jetzt hier gerade von diesen Zufallszahlen, der Normalverteilung folgt. Und die Frage ist natürlich, zu welchen Parametern? Ja gut, nur zu dem Parameter, die ich ausgerechnet hatte. Ja, also in dem Fall waren es jetzt hier n gleich 60, schreibe ich jetzt hier vielleicht nochmal an, 60 mal 4 Drittel, beziehungsweise 60 mal jetzt hier die Varianz, 2 Neuntel, und zwar von einer einzelnen Maschine, ja, gerade für den gerade jetzt hier für diesen Verbrauch. Okay, damit Sie jetzt hier wissen, woher jetzt hier diese Parameter kommen. Also sehen Sie gerade hier, schauen Sie, n war jetzt hier 60 und 4 Drittel war jetzt hier mal μ, also 4 Drittel war μ der Erwartungswert jetzt hier von einem Zufallszahl. Na? Und gibt es jetzt hier gerade in dem Fall 60 mal jetzt hier 4 Drittel den Erwartungswert hier von dieser Summe? Na, das hatten wir ja ausgerechnet. Ja, das schreibe ich jetzt hier vielleicht mal etwas anders. Und zwar, also gerade jetzt hier für die Summe von I gleich 1 bis 60, und indem ich jetzt hier gerade diese Werte jetzt hier berechne, also 60 mal 4 Drittel, das waren 80, ja? Und 60 mal 2 Neuntel, das waren 40 Drittel. Also nicht, dass Sie sich jetzt hier wundern, wie ich jetzt hier auf diese Werte dann komme, 80 und 40 Drittel. Ja? Das sind jetzt hier die Werte, die ich jetzt hier daraus schon berechnet habe. Ja? Okay? So. Gut. Und hier ist also gefragt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Menge reicht? Ja? Also in dem Fall, schauen Sie, die Wahrscheinlichkeit, dass die, gerade jetzt hier die Summe, also das ist jetzt hier mein Gesamtverbrauch an Schweröl, den Wert von 81, was ja vielleicht irgendwie im Schrank herumliegt oder so, nicht überschreitet. Ja, also sprich, die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt hier höchstens diesen Wert 81 erreicht. Ja, das ist die Frage. Okay? Und diese Wahrscheinlichkeit können Sie mit dem zentralen Grenzwertsatz bestimmen. Okay? So, also das sagt jetzt nämlich gerade dieser zentrale Grenzwertsatz dann aus. Und zwar wie? Ja gut, zunächst mal standardisieren Sie. Also, Sie standardisieren jetzt hier diese Summe. Im Prinzip ziehen Sie also, wenn Sie wollen, den Erwartungswert ab und dann teilen Sie jetzt hier dadurch jetzt hier durch den Standardabweichung. Was machen wir? Also das ist jetzt in dem Fall, schauen Sie, die Summe, das schreibe ich jetzt hier einfach mal so, von I gleich 1 bis 60, ziehe ich jetzt hier den Erwartungswert ab und teile jetzt hier durch die Standardabweichung. Das ist jetzt hier diese Größe, 40 Drittel. Okay, ich habe das jetzt hier, wie gesagt, ausgerechnet. Das, was ich auf der linken Seite der Ungleichung mache, das muss ich auch auf der rechten Seite der Ungleichung machen. Das heißt, ich schreibe jetzt hier einfach mal hin, das ist jetzt hier kleiner gleich und die gleiche Prozedur nochmal jetzt hier, aber für die 81. Ich schreibe es jetzt hier daneben, ich habe jetzt hier leider keinen Platz mehr. Also ich schreibe jetzt hier darunter, das ist dann 81 minus der Erwartungswert von 80, jetzt hier von der Summe, geteilt durch Wurzel aus 40 Drittel. Okay, das sehen Sie gerade hier. Okay, so, jetzt geht's weiter, schauen Sie. Und zwar, was mache ich? Ich mache hier Folgendes. Sie sehen ja gerade hier, schauen Sie, dass diese Summe hier wegen dem zentralen Grenzwertsatz approximativ standardnormalverteilt ist. Das heißt, hier steht in etwa eine standardnormalverteilte Zufallsvariable wegen dem zentralen Grenzwertsatz. Wenn dem so ist, meine Damen und Herren, dann bedeutet das jetzt hier nichts anderes, als dass die Wahrscheinlichkeit, dass diese standardnormalverteilte Zufallsvariable höchstens diesen Wert dann nimmt. Und das ist nichts anderes als der Wert der Verteilungsfunktion, der Standardnormalverteilung, genau an dieser Stelle. Das sagt ja die Verteilungsfunktion ja aus. Wie gesagt, deswegen war dieser Begriff so wichtig, damit Sie das verstehen. Ja? Also, das ist nichts anderes als der Wert der Verteilungsfunktion an dieser Stelle, und zwar von der Standardnormalverteilung, und die habe ich jetzt hier als phi bezeichnet. Also sprich, ich schreibe das jetzt hier einfach nochmal ab. 81 minus 80 geteilt durch Wurzel aus 40 Drittel. Okay. So. Ja gut.
Und ab hier kennen Sie es. Ja? Sie rechnen jetzt hier einfach diesen Ausdruck aus. Da kommt in etwa raus, das hier, wenn ich das jetzt hier richtig gerechnet hatte, 0,27 ungefähr. Sie müssen es hier auf zwei Stellen runden, und zwar wegen der Tabelle, ja, nicht wahr? Okay, und dann schauen Sie nach, Tabelle C, Wert der Verteilungsfunktion, der Standardnummerverteilung an der Stelle 0,27. Und ich hoffe, dass Sie wissen, wie das geht. Kriegen Sie es hin? Ja, kriegt das jeder hin? Sicher? Sagen Sie es mir bitte jetzt. Ja? Nicht in der Klausur. Also in der Klausur können Sie mich nicht mehr fragen. Okay. Ja? Wir sind unter uns, ist ja egal. Ja? Noch einmal? Ja? Ah, Sie sind nicht ehrlich. Ich weiß, ich wusste es doch. Ne? Gut, okay, ein letztes Mal. Allerletztes Mal. Ne? Ja. Tabellensammlung. Glauben Sie mir, ich habe das schon ein Gespür für. Auch wenn Sie sich nicht outen, ich sehe es. Ja? Mir können Sie nichts vormachen, glauben Sie mir. So, okay. 0,27. Ja, 0,2, schauen Sie. Hier, die Zeile und dann da, wo oben drüber 0,07 steht. Ja, da. Das ist die Zahl. Die müssen Sie finden. Ja? Okay? Nochmal, wie gesagt, kann das jeder? Okay. Ja? Also 0,6064. Okay? Okay, schreibe ich jetzt hier mal kurz hin. Tabelle C. Okay, gut. Ja? Und das war die Lösung zu der Klausuraufgabe. Ja. Augenblick, ganz kurz. Augenblick. Ich muss jetzt hier mal aufregen. Um die Frage jetzt hier zu beantworten. So, nochmal die Frage bitte. Ja. Ja, aber das ist doch dasselbe wie das hier. Ja, ja, genau. Aber wenn man jetzt statt der Werte 4/10 und 2/9 nimmt. Nee, das geht nicht. Also die Frage ist, schauen Sie, die Frage ist, hätte man auch so standardisieren können, dass man jetzt hier den, also für den Erwartungswert nicht 80 nimmt, sondern 4/3 und für die Standardabweichung nicht 40/3, sondern 2/9. Die Antwort ist nein. Und zwar mit besonderem Nachdruck. Nein. Ja, also nur, dass Sie das wissen. Warum nicht? Warum nicht? Weil ich eine Zufallsvariable stets so standardisieren muss, dass ich den Erwartungswert der Zufallsvariable abziehen muss und die Standardabweichung dann jetzt hier der Zufallsvariable teilen muss, die ich standardisieren will. Schauen Sie, hier wird jetzt nämlich nicht x1, x2, x3 standardisiert, was ja hier gerade jetzt hier der Erwartungswert 4/3 bzw. die Varianz 2/9 hätte. Ja? Also 4/3 und 2/9, das ist der Erwartungswert bzw. die Varianz von x1, von x2, von x3, von xn und so weiter. Ja? Das geht nicht. Sondern Sie müssen, wenn Sie standardisieren, müssen Sie immer den Erwartungswert nehmen, beziehungsweise jene Varianz nehmen, die sich auf die Zufallsvariable bezieht. Und die Zufallsvariable ist jetzt hier nicht x1, x2 und so weiter, sondern die Zufallsvariable ist das hier. Das ist die Zufallsvariable. Die muss standardisiert werden. Das heißt, dann brauche ich den Erwartungswert der Zufallsvariable, beziehungsweise ich brauche dann die Varianz der Zufallsvariable. Das ist der Erwartungswert der Summe. Der Erwartungswert der Summe ist 80. Und das ist die Varianz der Summe. Das haben wir ausgerechnet. Die Varianz der Summe ist dann 40 Schritte. Das sind also die Werte, mit denen ich dann arbeiten muss. Ja? Okay? Ich, wie gesagt, auch hier der Hinweis, ungefähr 50% der Rekognitoren kriegen das nicht hin. Ja? Also wenn Sie das hinkriegen, sind Sie schon mal drüber, hoffentlich. Ja? Und mit den zentralen Rechnern, das können Sie ja nicht gut machen. Okay? Also ich habe schon verstanden, ich wollte fragen, ob man jetzt statt der Zufallsvariablen von hier kann man, wenn man die Summe von x3 von i gleich 1 bis 60 genommen, und die ist ja dann normal verteilt mit den Parametern 80 und 40. Ja. Aber wenn man jetzt statt der Zufallsvariable x2 nimmt und mit den
Nein, x² kann man nicht nehmen, weil hier ist jetzt nämlich nicht der nicht der Wahrscheinlichkeit nach x² gefragt. Hier geht es jetzt nicht nach der Wahrscheinlichkeit. Schauen Sie sich das an. Die Frage war, hätten wir doch x² nehmen können? Die Antwort ist nein. Auch nicht. Warum nicht? Schauen Sie, hier ist nämlich nicht gefragt, ob jetzt hier Durchschnitt, ja, also Durchschnitt jetzt hier gerade für eine Maschine diese Menge dann ausreicht, sondern hier ist jetzt nach der Wahrscheinlichkeit gefragt, ob die Gesamtmenge, ja, also der Gesamtverbrauch jetzt hier an Öl, jetzt hier gerade in dem Wert 81, jetzt 81 Liter nicht überschreitet. Das ist die Frage. Ja? Okay, also das heißt, da muss man sich jetzt hier immer auf die Aufgabe beziehen. Was ist jetzt hier gerade, was ist gefragt? Bei dem anderen Beispiel, schauen Sie, was jetzt nämlich kommen wird, das wollte ich jetzt als nächstes machen. Ja, also, oh, das jetzt hier vielleicht mal kurz zu so zeigen, schauen Sie, das mit den Zigaretten. Ja, schauen Sie, also hier hat man das jetzt auch gerechnet, hier ist jetzt gefragt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser durchschnittliche Wert jetzt hier aus einer Stammzigarette, durchschnittlich, ja, die sich auf eine Zigarette bezieht natürlich, den Grenzwert jetzt hier von 16 Milligramm hier überschreitet. Oder doch, hier sozusagen, also die Wahrscheinlichkeit gefragt, das ist eine Wahrscheinlichkeit. Also mehr als 16. Der Durchschnitt ist mehr als 16. Von einer Zigarette durchschnittlich. Das heißt, und ich schreibe jetzt hier auch nochmal kurz die Ergebnisse an. Hier, das können Sie auch mit dem zentralen Grenzwert dazu lösen. Das lohnen Sie auch. Ja? Sollen Sie jetzt hier auch erkennen? Das machen wir hier. Okay? Gerade auch, damit wir jetzt hier zwei Beispiele haben, schauen Sie. Was hatten wir nämlich hier ausgerechnet? Also ich habe jetzt hier nochmal hingeschrieben, jetzt hier bei dieser Teilaufgabe Erwartungswerte, schreibe ich jetzt hier einfach nochmal an, 15 Milligramm im Durchschnitt, die Varianz war 1, jetzt hier Varianz war 1, ja, das Standardabweichung war 1 Milligramm, also plus minus 1 nach oben, nach unten, okay. Das hatten wir ausgerechnet und der Erwartungswert des Durchschnittes, das war auch 15 gewesen und die Varianz des Durchschnittes, also durchschnittlichen Teergehalts war 1 geteilt durch 180 gewesen, ja? Also Sigma Quadrat durch N. Das ist jetzt hier Sigma Quadrat und durch N ist jetzt hier dann 180, sind 180 die Werte. Ne? Also Sigma Quadrat ist 180. So, nach dem zentralen Grenzwertsatz gilt nämlich Folgendes. Schauen Sie, also nach dem zentralen Grenzwertsatz gilt, nämlich, das können Sie vielleicht auch mal hinschreiben, dass dieses Ding hier, also sprich jetzt hier, ja, dieser Durchschnitt, ungefähr der Normalverteilung folgt. Das schreibe ich jetzt hier einfach mal dazu. Das ist ja klar. Wenn ich das weiß, dass es der Normalverteilung folgt, dann muss ich einfach nur überlegen, zu welchen Parametern. Hier sind jetzt die Parameter, Erwartungswert und Varianz natürlich, und zwar immer des Durchschnittes. Die Parameter, also der Verteilung stehen hier, Erwartungswert ist also 15, und die Varianz des Durchschnittes, schauen Sie, ist 1 geteilt durch 180. Das sind also dann die Werte, mit denen ich dann standardisieren muss, wenn ich jetzt hier die entsprechende Wahrscheinlichkeit berechnen will. Okay? So, verstanden? Okay? Das müssen Sie jetzt, wie gesagt, hinkriegen. Wenn Sie das dann haben, dann wissen Sie auch, mit welchen Werten Sie standardisieren müssen. Nämlich, um jetzt hier die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, dass das hier größer ist als 16. Darum geht's. Okay? So. Das ist nichts anderes, schauen Sie, als jetzt hier gerade, wenn Sie das mit der Gegenwahrscheinlichkeit ausrechnen wollen, müssen, weil Sie natürlich jetzt hier Werte brauchen, die sich auf die Verteilungsfunktion beziehen. 1 minus jetzt hier p von x quer kleiner gleich 16. Okay? So. Und ab hier kennen Sie die Schritte. Denn ab hier wird einfach standardisiert. Und zwar mit was? Was ist der Erwartungswert, beziehungsweise was ist die Standardabweichung? Der Erwartungswert steht hier und die Standardabweichung steht, also gerade die Wurzel raus. Ja, das ist die Varianz, das heißt, die Standardabweichung ist dann die Wurzel aus diesem Ausdruck. Nicht? So, das heißt, Sie sehen ja gerade hier, das ist dann 1 minus p von, das schreibe ich jetzt einfach mal dazu, x quer minus der Erwartungswert der Zufallsvariable, x quer, das ist dann 15, geteilt durch die Standardabweichung der Zufallsvariable, das ist dann 1 geteilt durch 180 und daraus die Wurzel. Ja? Okay, also nicht 1 ist jetzt hier die Standardabweichung, sondern die Standardabweichung ist 1 geteilt durch 180. Warum? Weil ich jetzt hier mit der Standardabweichung von x² standardisieren muss, ja? Und nicht von irgendwas anderem.
Ja, also ich muss immer von der Zufallsvariable standardisieren, von der gerade die Rede ist. Ja? Okay? Und das, was ich jetzt hier auf der linken Seite anstelle, meine Damen und Herren, der Ungleichung, das muss ich auch auf der rechten Seite der Ungleichung anstellen. Das heißt, hier steht dann 16 minus 15 geteilt durch Wurzel aus dieser Standardabweichung 1 geteilt durch 180. Okay, so. Und was sagt der zentrale Grenzersatz aus? Der zentrale Grenzersatz sagt aus, dass dieses Ding standardnormal verteilt ist, ungefähr. Also ist das nichts anderes, schauen Sie, als, schreibe ich jetzt einfach mal hin, 1 minus der Wert der Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung genau an dieser Stelle. Und zwar hier, an der hier. Okay? Also steht hier 16 minus 15 geteilt durch Wurzel aus, 1 geteilt durch 180. Und dann muss ich das berechnen. Okay? Hier natürlich diesen Ausdruck auf zwei Stellen genau, weil ich jetzt hier, weil sich die Tabelle auf zwei Stellen bezieht. Wenn Sie das dann tun, dann sehen Sie gerade das hier. 13,42. Das machen wir auch nochmal ausnahmsweise mit der Tabelle, schon sehen. Wert der Verteilungsfunktion an der Stelle 13,42. Ja, das gibt es. Ja. Die Tabelle geht nur bis 3,5. Was ist dann der Wert der Verteilungsfunktion an der Stelle 13,42? Ja. Taucht nicht mehr auf, sehen Sie? Geht nur bis 3,49. Ja. Was kommt raus? Ja, also nicht ganz 1, aber fast. Ja. Okay? Okay, verstanden? Ja? Also der hört die Tabelle auf und alles, was jetzt größer ist, kommt 1 raus. Ja? Okay, Deal? Ja? Müssen Sie jetzt hier nicht aufschreiben. Ja? Okay? Gut, also hier, das ist bei weitem natürlich bei weitem größer, deswegen schauen Sie, ich schaue hier einfach mal hin. Ach, okay. Ach, 1. Das ist natürlich nicht 1. Ja? Also 0,9, also keine Ahnung, wie viel 9. Ja? Ist egal. Also, ach, egal, 1. Also ist die Wahrscheinlichkeit, ich sag mal, fast null. Ja. Okay. Muss man aber erstmal natürlich hinlegen. Also gerade jetzt hier für diesen Fall, wenn die Tabelle aufhört sozusagen. Ja? Okay, damit Sie wissen, was da rauskommt. Hui, gut. So, passen Sie auf. Wir tun es jetzt auch mal an und zwar, haben Sie es? Ja? Lösung zu der Aufgabe, wie gesagt, Originalklausur auch hier, ja. Okay, ja. Kann man nicht machen. Also das Problem ist, die Summe aus einer Pareto-verteilten Zufallszahlen ist nicht zwangsweise Pareto-verteilt. Man kann es gar nicht anders machen, genau. Ja. Aber wie gesagt, man kann es heller, also man kann sich angucken, wie sich die Summe von Pareto-verteilten Zufallszahlen verhält. Aber das kennen Sie zum Beispiel bei der Binomialverteilung. Die Binomialverteilung ist nämlich eine Summe von Bernoulli-verteilten Zufallszahlen. Ja? Das heißt, die Binomialverteilung selbst, schauen Sie, kommt ja im Endeffekt jetzt hier gerade zustande. Da kann man sich angucken, wie verhält sich eine Summe von Pareto-verteilten Zufallszahlen. Nur das macht keiner. Und zwar deswegen, weil erstens das in der Praxis nicht, also quasi in der Welt da draußen, das jetzt relativ selten vorkommt. Und zweitens, weil man dann irgendwie bei einem bestimmten Wert dann eh die Normalverteilung nehmen kann. Verstehen Sie? Das heißt, das hat sowohl theoretische als auch praktische Gründe, warum man das nicht macht. Okay? Wie eine Summe von Pareto-verteilten Zufallsvariablen verteilt ist, müssen Sie in der Klausur nicht herleiten können. Da brauchen Sie sogenannte charakteristische Funktionen für, das machen wir nicht. Also das ist jetzt hier... das machen wir nicht beim Master. Ja? Das machen wir vielleicht, wenn Sie noch mal ein bisschen weitergehen wollen. Ja? Interessiert ja auch keinen, also von daher. Davon mal abgesehen. Okay. Also natürlich, ich meine, ich mache auch immer Sachen gerne, ich will auch was wissen und so, aber nur, wenn es auch Leute interessiert. Wenn es niemand interessiert, dann braucht man das nicht zu machen. Okay. Gut. Ja. Bitte schön.
Ja, weil sich jetzt hier die Aufgabenstellung bei der ersten Aufgabe auf die Summe bezog und auf der zweiten letztlich auf den Durchschnitt. Das ist jetzt hier gerade ein Unterschied. Ja, das sage ich jetzt hier nochmal kurz. Ja? Hier, schauen Sie, die Frage war, warum hat man jetzt bei 7.1 die Summe genommen und warum hat man jetzt bei 7.2 den Durchschnitt genommen? Darauf gehe ich nochmal kurz ein. Schauen Sie, was steht hier? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Vorrat von 81 Liter Schwefel für alle Maschinen ausreicht, also für alle 60 Maschinen? Ich habe also den Gesamtverbrauch jetzt hier gerade durch die Summe beschrieben. Und der Gesamtverbrauch ist dann die Summe und nicht der Durchschnitt. Umgekehrt hier bei den Zigaretten, schauen Sie, da will ich jetzt nicht wissen, wie viel der jetzt hier gerade in der gesamten Schachtel drin ist, sondern da will ich einfach nur wissen, wie viel in einer Zigarette das ist, im Durchschnitt aus diesen Schachtel. Ja? Also 180. Okay? Das heißt, wenn ich die ganze Schachtel rauche, habe ich dann vielleicht pro Zigarette wie viel geraucht? In etwa. Ja? Und pro Zigarette sind es dann also nicht mehr als 15 Milligramm im Durchschnitt. Ja? Das jetzt darum geht. Okay? Deswegen. Ja, also hier bezieht sich jetzt hier auf den Durchschnitt und nicht auf die Gesamtmenge. Man hätte ja auch jetzt auch anders stellen können, nur ich wollte ja zwei Beispiele haben, damit man jetzt einmal die Summe hat und einmal den Durchschnitt hat, aber das ist egal. Bei beiden nimmt man den zentralen Grenzwertsatz. Ja, quasi als für die Lösung. Warum? Weil beide sind im Endeffekt der Summen. Ja, und zwar Summen aus unabhängig und identisch verteilten Zufallsvariablen. Und hier kennen Sie es vielleicht, schauen Sie, hier wissen wir gar nicht, und das ist auch gerade das Schöne bei der Normalverteilung, schauen Sie, hier wissen wir gar nicht, wie dieser Tailgard verteilt ist. Steht auch gar nicht in der Aufgabe. Sehen Sie? Steht jetzt nicht, dass es Pareto verteilt oder so, dass es jetzt die Bernoulli verteilt oder sonst irgendwas. Das wissen wir gar nicht, ist egal. Das ist ja gerade das Geniale, sehen Sie? Egal, was es für eine Verteilung ist, in der Summe konvergiert es gegen die Normalverteilung. Also, dann brauche ich auch gar nicht zu wissen, wie das verteilt ist. Ja? Wenn ich die Normalverteilung dann nehmen kann. Okay? Das ist jetzt hier gerade das Wichtigste, was man jetzt in diesem Zusammenhang lernen soll. Okay, schauen Sie, jetzt machen wir Folgendes. Sie haben vielleicht nochmal ganz kurz, wenn Sie nach oben schauen, ich habe jetzt hier das auch aufgeschrieben, deswegen schreibe ich jetzt mal ein bisschen anders. Und zwar jetzt hier gerade beim zentralen Grenzwertsatz. Ja. Da hieß es ja, dass jetzt hier dieser Durchschnitt, schauen Sie, x quer minus μ geteilt durch Sigma durch Wurzel n, dass das ungefähr der Standardnormalverteilung folgt. Ja? Oder beziehungsweise, das können Sie auch umschreiben, schauen Sie, und zwar, wenn Sie jetzt hier gerade, also hier haben Sie unten im Nenner 1 geteilt durch Wurzel aus n, und wenn Sie 1 mit 1 geteilt durch Wurzel aus n dividieren, dann ist es das gleiche, als wenn Sie mit Wurzel aus n mal nehmen. Das heißt, es ist das gleiche wie Wurzel aus n mal x quer minus μ geteilt durch Sigma. Und dieses Ding ist dann in etwa Standardnormal verteilt. Also das ist jetzt hier im Endeffekt, schauen Sie, genau das Gleiche, was hier oben steht. Ja, das hatten Sie oben hingeschrieben und das ist das, was ich jetzt hier mit ergänze. Okay? Wie gesagt, das ist jetzt hier einfach nur eine Division mit dem Kehrwert. Ne? Multiplizieren mit Wurzel aus n ist 1 geteilt durch Wurzel, also wenn Sie dann mit 1 geteilt durch Wurzel aus n teilen. Ne? Okay? So, schauen Sie, warum ich das so mache, weil das jetzt hier so in den Lehrbüchern steht. Hier dieses Ding, ja, das ist dann die sogenannte, wenn Sie jetzt hier sagen, Wurzel aus n, ja, finden Sie das auch unter sogenannter Konvergenzrate. Ja, deswegen, aber das will ich jetzt hier nicht durcheinander bringen. Schauen Sie. Ich schreibe jetzt hier den zentralen Grenzwertsatz, schreibe ich jetzt hier nochmal etwas formaler hin. Also wir haben jetzt hier diese IID-Zeugs, ja, also x1 bis xn sind jetzt hier IID-Zufallszahlen. Okay, mit, das schreibe ich jetzt hier nochmal hin, mit Erwartungswert von xi ist jetzt hier μ und Varianz von xi ist jetzt hier Sigma Quadrat, und zwar für alle i gleich 1 bis n. Ja, so schreibe ich jetzt hier hin für i gleich 1 bis n. So. Und dann geht Folgendes, und zwar, ich schreibe jetzt hier hin, schauen Sie, die Wahrscheinlichkeit, jetzt hier von diesem Ausdruck, Wurzel aus n mal x quer minus μ durch Sigma, und schreibe hin, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Ding höchstens den Wert k annimmt. Ja, das ist also nichts anderes als der Wert der Verteilungsfunktion von dieser Zufallsvariable an der Stelle k. Und der zentrale Grenzwertsatz sagt aus, dass dieses Ding gegen die Normalverteilung konvergiert, also sprich, und zwar für n gegen unendlich. Schreibe ich also hin, das ist dann also gerade jetzt hier dieser Ausdruck für Limes, für n gegen unendlich. Okay, und das gibt jetzt hier als Grenzwert, schauen Sie, ja, Sie sehen ja gerade hier diesen Ausdruck,
ja, ist ja die Verteilungsfunktion jetzt hier von dieser Zufallsvariable. Und diese Zufallsvariable ist approximativ standardnormal verteilt. Das heißt, wenn n gegen unendlich geht, konvergiert das, dieser Ausdruck, ja, der Verteilungsfunktion jetzt hier von dieser Zufallsvariable, konvergiert gegen die der Standardnormalverteilung. Das heißt, sie kommt dann das heraus. Ja. Phi an der Stelle k. Das kann er für diese Wahrscheinlichkeit. Okay, und das ist der formale oder zumindest jetzt hier der etwas genauere Ausdruck. Sie haben ja vielleicht schon meinen YouTube-Kanal gesehen. Ja? Da ist so eine Leiste drauf. Ja? So, und in diese Leiste steckt diese Formel. Letzter Frage, was ist das? Ja, wenn Sie nochmal genau hinsehen. Ja? Wie sich das noch werfen, dann finden Sie das wieder. Ja? Zentrale Grenzwertsatz. Ja? Okay, meine Damen und Herren. Gut, nur dass Sie das wissen. Also so kann man das jetzt hier etwas präziser, etwas kompakter herausfinden. Okay? Wie man diesen Grenzwert bestimmen kann, ja, also das ist nicht einfach so. Ja? Wie man den Grenzwert bestimmen kann, das machen wir in der weiteren Minute, wenn Sie sich dafür interessieren wollen. Ist nicht klausurrelevant, ja? Nur dass Sie das wissen. So. Gut. Okay. Jetzt haben wir schon Sie. Jetzt gibt es nämlich ein Problem. Und zwar jetzt in der Praxis. Schauen Sie, das schaue ich jetzt vielleicht mal kurz an. Ja, also Praxis. Ja, jetzt hier gerade. Das muss man jetzt hier vielleicht nicht ausnotieren. Praxis. Und zwar das Problem ist, dass manche Approximationen so ungenau sind. Ja, also manche Approximationen, insbesondere von diskreten Zufallszahlen, manche Approximation, also Annäherung mit der Normalverteilung, ja, von diskreten Zufallsvariablen mit der Normalverteilung, ja, mit der Normalverteilung, okay. Manche Approximationen sind zu ungenau, ja. Schreibe ich jetzt einfach mal dazu, sind zu ungenau, in Anführungszeichen. Okay? Also nicht gut. Ja? So. Und dann hat sich jetzt hier in der Praxis etwas durchgesetzt, was man jetzt hier als sogenannte Stetigkeitskorrektur bezeichnet. Das schreibe ich jetzt hier mal dazu. Ja, also die Lösung des Problems. Das hat man jetzt hier eigentlich praktisch gelöst, und zwar, das ist die sogenannte Stetigkeitskorrektur. Ja? Steht auch im Skript gleich, da kommen wir gleich dazu. Stetigkeitskorrektur. Okay, so was es ist, dazu kommen wir gleich. Ja? Stetigkeitskorrektur, wenn Sie eine diskrete Verteilung sehen wollen. Das werde ich Ihnen vielleicht mal kurz zeigen, steht nämlich im Skript drin, deswegen machen wir es. Okay? Und zwar, neues Beispiel. Schauen Sie. Beispiel 7.3, das schreibe ich hier vielleicht mal kurz an. Haben Sie es? Okay, ja, haben Sie es? So, okay, also Beispiel. Und zwar, also Beispiel 7.3. Schauen Sie, worum geht's? Und zwar in diesem Beispiel gibt es Folgendes. Es gibt jetzt hier eine Urne, okay, insgesamt 20 Kugeln, okay, 20 Kugeln. Von diesen 20 Kugeln sind 19 weiß und die eine schwarz. Ja? Okay? Und eine Kugel schwarz. Okay? So, kann man sich noch vorstellen. Ja? Okay? Gut. Eine schwarze, 19 weiß. So. Dann wird hier Folgendes gemacht, und zwar, es wird 100 Mal gezogen, und zwar mit zurücklegen. Ja? Ziehen, also 100 ziehen mit zurücklegen, ja. 100, was schreibe ich jetzt, 100 mal ziehen mit zurücklegen, okay. So, also das heißt, Sie ziehen eine Kugel, gucken sich die Kugel an, legen sie wieder rein, dann ziehen sie noch eine, vielleicht die gleiche, wer weiß, vielleicht auch nicht, gucken sie sich die Kugel an, und dann legen Sie es wieder zurück. So, und dann geht es jetzt hier natürlich um die Anzahl der schwarzen Kugeln, ja, aus 100 Zügen. Also Anzahl
der schwarzen Kugel. Okay? So. Und dann müssen Sie ausrechnen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Anzahl der schwarzen Kugeln, also mindestens 1, aber höchstens 4 beträgt. Ja? Wahrscheinlichkeit, dass jetzt hier diese Anzahl x mindestens, aber höchstens 4. Okay. So. Das kann auch eine Klausuraufgabe sein. Wie gesagt, auch für Sie als Hinweis. Ja? Also die Aufgabe, die ich jetzt hier in der Vorlesung mache, die versuche ich dann auch so zu formulieren, dass Sie auch diese in der Klausur wiederfinden, unter anderem ständig. Ja? Okay. So, zunächst mal soll diese Wahrscheinlichkeit jetzt hier bei Teilaufgabe A exakt bestimmt werden. Okay. Also aus der exakten Verteilung, das müssen Sie erkennen. Sorry. Okay. Dann Teilaufgabe B mit Hilfe der Poisson-Verteilung, also approximativ. Okay. Poisson-Verteilung. Ja. Also näherungsweise. Mit der Poisson-Verteilung. Okay. Und bei Teil C mit dem zentralen Grenzwertsatz, das schreibe ich jetzt hier einfach mal so. Und zwar einmal mit und ohne Stetigkeitskorrektur. Ja? Mit und ohne Stetigkeitskorrektur. Ja. Kreiskorrektur. Also haben Sie bitte Nachsicht, wenn ich jetzt hier das jetzt nicht exakt aufschreibe, aber ich glaube, dass aus dieser Formulierung ist klar, was zu tun ist. Ja? Also die exakte Aufgabenstellung finden Sie auch in den Unterlagen. Okay, verstanden? Ja. Also nochmal, um die Aufgabe jetzt hier zu beschreiben. Es gibt jetzt hier eine Urne mit 20 Kugeln. 19 davon sind weiß, alle schwarz. Und es wird 100 Mal mit zurücklegen gezogen und dabei werden jetzt hier die Anzahl der schwarzen Kugeln zusammengezählt. So, und dann die Frage ist, wie ist jetzt hier die entsprechende Wahrscheinlichkeit lassen, lassen, lassen. So, ja? Okay, verstanden? Gut. So, zunächst mal exakte Verteilung. Also fangen wir damit an. Welche Verteilung verbirgt sich hier? Das müssen Sie erkennen aus der Klausur, also gerade aus diesem Zusammenhang. Zunächst mal, es gibt hier zwei Beobachtungen, die ich jetzt hier machen kann. Und zwar, ich sehe jetzt hier von vornherein, erstens, die Anzahl der Versuche, also sprich jetzt hier die schwarze Kugel zu ziehen, Beispiel, die Anzahl der Versuche ist von vornherein beschränkt. Und zweitens, die zweite Beobachtung, die ich jetzt hier mache, die Wahrscheinlichkeit, eine schwarze Kugel zu ziehen, bleibt bei jedem Versuch gleich. Warum bleibt die immer gleich? Weil ich die Kugel immer zurücklege. Ja? Die zwei Beobachtungen können Sie machen. Und dann habe ich Ihnen erzählt, wenn dem so ist, dann deutet das auf eine bestimmte Verteilung hin, nämlich auf welche Verteilung. Auf die Binärverteilung, so ist es. Dann können Sie es auch direkt nachlesen. Ja? Das heißt, hier gilt, schauen Sie, bei Teil A, das schreibe ich jetzt einfach mal hin, die Zufallsvariable ist binomial verteilt, und zwar schreibe ich jetzt hier mit den Parametern hin, n gleich 100, es wird ja 100 mal gezogen, und die Erfolgswahrscheinlichkeit ist wie groß, also die schwarze Kugel, die wir mal haben, ja. Genau, 1/20, oder ich schreibe jetzt hier einfach mal hin, 0,05. Okay? Ist nicht tabelliert, deswegen müssen wir das jetzt hier mit diesen exakten Werten machen, was der Wahrscheinlichkeitsfunktion. Ja? Aber wie gesagt, hier, das ist das Schwierigste an dieser Aufgabe, darauf zu kommen. Ja? Und wie gesagt, ich habe Ihnen Hinweise gegeben, wie Sie es schaffen. Das müssen Sie natürlich üben. Wenn Sie Pech haben, steht es nicht da. Okay? Und meistens, wenn Sie Pech haben. Ja? Sorry. Ja? Okay. Gut, dann berechnen wir jetzt hier das mit Hilfe der Binomialverteilung. Schauen Sie, ich schreibe jetzt hier nochmal die Wahrscheinlichkeitsfunktion an von dieser Zufallsvariable, die brauche ich, weil da setze ich nämlich die Werte ein. Das ist n über k, also in dem Fall 100 über k, was ich jetzt hier einsetze, mal p hoch k, das ist jetzt hier 0,05, das ist die Erfolgswahrscheinlichkeit, mal 1 minus p hoch n minus k, 1 minus p ist dann 0,95 hoch n minus k, sind jetzt hier in dem Fall 100 minus k, also k ist ja das, was ich einsetze, also sprich k ist ja irgendwas zwischen 0, 1 und so weiter bis 100. Okay? Das brauche ich hier, weil ich das sonst nicht anders machen kann. Ja? Den Wert finde ich jetzt hier nicht in der Tabelle. So.
Dann machen wir das schnell. Und zwar, ich suche jetzt hier diese Wahrscheinlichkeit. Schauen Sie. Was bedeutet das genau? Also mindestens 1, aber höchstens 4. Mindestens 1 bedeutet hier in dem Fall, also entweder genau einmal die schwarze Kugel oder genau zweimal oder genau dreimal oder genau viermal. Ja? Das heißt, ich habe jetzt hier nichts anderes als eine Vereinigung von diesen Ereignissen und die Wahrscheinlichkeit von der Vereinigung aus diesen Ereignissen, da sie disjunkt sind, ist immer die Summe der Wahrscheinlichkeit, nicht? Das wissen Sie. Das heißt, das hier ist p von x gleich 1 plus p von x gleich 2 plus p von x gleich 3 plus p von x gleich 4. Okay? So. Und dann müssen Sie eigentlich nur noch, hier schauen Sie, die 1, die 2, die 3 und die 4 hier in die Wahrscheinlichkeitsfunktion einsetzen. Dann können Sie die Werte dann ausrechnen. Also das schreibe ich jetzt nicht an, wenn Sie sich verkehrt, wenn Sie starten, weil das dauert ein bisschen zu lange. Also dann hätten Sie 100 über 1 mal 0,05 hoch 1 mal 0,9599 plus 100 über 2 mal 0,05 hoch 2 mal 0,95 hoch 98 und so weiter. Ja, verstehen Sie? Also setzen Sie bitte jetzt hier diese Werte dann ein und dann rechnen Sie das dann aus. Okay? Ich habe das bei den Notizen aufgeschrieben. Schauen Sie. Bei den Notizen habe ich es aufgeschrieben. Ja, also das heißt, müssen Sie jetzt hier nicht nochmal hinschreiben. Aber ich schreibe jetzt einfach nur das Ergebnis hin. Ja? Also ist gleich Pünktchen, Pünktchen. Ungefähr, und da kommt heraus 0,4301. Das ist der exakte Wert. Also nicht ganz exakt, aber... Zumindest jetzt hier auch aus der exakten Verteilung. Okay, wie gesagt, das kann eine Klausuraufgabe sein. Das Schwierigste ist, dass Sie hier die Verteilung erkennen. Wenn Sie die Verteilung erkennen, dann können Sie jetzt hier die Wahrscheinlichkeitsfunktion nehmen und das dann auch entsprechend einsetzen. Okay, Teil B, schauen Sie. Also, es geht weiter, schauen Sie. Mit Hilfe der Poisson-Verteilung. Schauen Sie, warum kann man die Poisson-Verteilung nehmen? Die Poisson-Verteilung ist eine Grenzverteilung, das habe ich Ihnen ja gesagt, und zwar, die kommt aus der Binomialverteilung, wenn n gegen unendlich geht und p gegen 0 geht. Also sprich, oder auch andersrum gesagt, n ist in Anführungszeichen groß und p ist in Anführungszeichen klein. Ja, n 100, naja, okay, 100 ist viel, ja. p 5, also 5%, wenig. Okay, Poisson-Verteilung. Das müssen Sie aber in der Klausur nicht hinkriegen, dass man das in Anführungszeichen damit machen könnte. Ja? Das kriegen Sie dann gesagt, auf jeden Fall. Ja? Also hier heißt es ja auch explizit, bestimmen Sie das näherungsweise mit der Poisson-Verteilung. Ja? Sie müssen aber trotzdem wissen, woher die Poisson-Verteilung kommt, denn da verstehen Sie eigentlich auch gar nicht, was man das jetzt hier machen kann. Ja, und das hatten wir gemacht, deswegen, das mache ich jetzt nicht nochmal. Also Poisson-Verteilung. So. Was Sie jetzt hier brauchen für, ist der Erwartungswert der binomial verteilten Zufallsvariable. Erwartungswert der binomial verteilten Zufallsvariable ist n mal p, das finden Sie in den Unterlagen. Das ist bei mir jetzt in dem Fall 100 mal 0,05, also sprich, was kommt heraus? Das sind 5. Das heißt, wenn Sie 100 mal ziehen, dann kommen 5 mal im Durchschnitt die schwarze Kugel, im Durchschnitt. Natürlich, manchmal kommt sie mehr, manchmal kommt die schwarze vielleicht gar nicht, ja, aus diesen 100 Zügen. Aber im Durchschnitt sind es 5 Stück, also 5 Mal, wenn die Wahrscheinlichkeit jetzt hier tatsächlich 1/20 ist. Macht doch Sinn. Ja? So. Und das ist jetzt hier der Wert, den ich jetzt hier nehme für die Poisson-Verteilung. Schauen Sie, ich definiere jetzt hier nämlich eine Zufallsvariable, die Poisson-verteilt ist, und zwar mit Parameter Lambda. Und der Parameter Lambda ist ja immer der Erwartungswert der Poisson-Verteilung. Schauen Sie, schreibe ich ja hier vielleicht mal kurz dazu, Erwartungswert ist ja Lambda. So. Mit Hilfe von dieser Zufallsvariable y will ich die Verteilung von x approximieren. Das bedeutet annähern, also näherungsweise ausdrücken. Dann empfiehlt sich doch, wenn ich jetzt hier den Erwartungswert der Zufallsvariable y genauso setze, wie die jetzt hier der Erwartungswert der Zufallsvariable x eigentlich gegeben ist aus der Aufgabenstellung. Ja? Sehen Sie, der Erwartungswert von x war 5 und ich will jetzt y benutzen, um die Wahrscheinlichkeit jetzt hier auszurechnen. Also nehme ich dann auch 5 für den Erwartungswert und damit habe ich automatisch jetzt hier meinen Parameter Lambda. Also dann weiß ich ja auch, wie ich das jetzt hier dann approximieren muss. Okay, das müssen Sie ja hinkriegen. Also wie gesagt, Erwartungswert von
der Zufallsvariable x und der Erwartungswert der Zufallsvariable y sollten übereinstimmen, wenn ich y hier gerade als Approximation für die Verteilung von x nehme. Ja, was ich jetzt gerade tun will. So, gut, dann machen wir das auch. Bevor ich das jetzt hier tue, schreibe ich jetzt hier nochmal die Wahrscheinlichkeitsfunktion an. Und zwar, die Wahrscheinlichkeitsfunktion war Lambda hoch k geteilt durch k Fakultät, Lambda ist jetzt hier 5, also 5 hoch k geteilt durch k Fakultät mal e hoch minus Lambda, das ist jetzt hier e hoch minus 5. Und dann weiß ich auch, welche Werte ich dann einsetzen muss. Ja? Also, und das sehe ich auch hier, schauen Sie, ich habe ja zunächst mal diese Werte, also p von, also jetzt hier die Wahrscheinlichkeit, die ich jetzt hier dann ausrechnen muss, ist ja gerade wie vorhin auch gegeben, p von x ist gleich 1 plus p von x gleich 2 plus p von x gleich 3 plus p von x gleich 4. Okay, das ist also nichts Neues. So, und jetzt muss ich die Wahrscheinlichkeiten jetzt hier, die jetzt hier stehen, gerade für x, mit Hilfe der Wahrscheinlichkeit von y ausdrücken. Das mache ich. In dem Fall, also das ist dann ungefähr so groß, nämlich wie die Wahrscheinlichkeit, dass y jetzt hier den Wert 1 annimmt. Okay? Dieser hier. Diese Wahrscheinlichkeit ist dann ungefähr so groß, wie dass dann y diesen Wert 2 annimmt. Ja, natürlich nicht ganz so groß, aber fast. Okay? Und jetzt hier auch für die übrigen. Ja, das heißt, diese Reihe, oder beziehungsweise die Summe dieser Wahrscheinlichkeiten ist ungefähr so groß wie die Summe jetzt hier, die ich Ihnen schreibe. Also p von y gleich 3 plus p von y ist gleich 4. Und die Wahrscheinlichkeitsfunktion der Zufallsvariable y steht oben. Ja, das sehen Sie. Also wenn ich jetzt hier diese Werte ausrechnen will, dann muss ich jetzt hier die 1, die 2, die 3 und die 4 hier einsetzen. Das markiere ich jetzt noch. Ja, damit Sie das auch wiederfinden. Das schreibe ich nicht auf, jetzt nicht, aber in den Notizen steht es dann da. Also die stehen die korrekten Werte da. Ich hoffe, dass wir sehen können. Ne? Setzen Sie es einfach. Wenn Sie das dann tun, dann kommt die folgende Zahl raus. Und zwar, schauen Sie, 0,4338. Okay? Also Sie sehen ja gerade, das ist gar nicht mal so schlimm. Ja, das hatten wir vorhin für den exakten Wert. Das war der exakte Wert, den Sie. 0,04338. Ah, okay. Was machen wir da? Ja? Kommt fast das gleiche raus. Ja, kommt also auf die zwei Stellen. Egal. Ja? Verstanden? Okay. Gut. So, ich habe jetzt nur noch 5 Minuten Zeit. Ja, das wäre vielleicht für die kommende Teilaufgabe zu viel. Ja, ich kann Ihnen die 5 Minuten schenken, wenn Sie wollen. Ja? Okay, gut, aber langsam. Warten Sie. Es sei denn, Sie haben eine Frage. Okay, keine Fragen? Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.